Jürgen Kaiser, Jahrgang 1948, geboren in Zwickau, zur Grundschule gegangen, in die Diesterweg-Grundschule in Zwickau. Die Schule ist mittlerweile abgerissen. In unmittelbarer Nähe befindet sich jetzt die Sportschwimmhalle Glückauf. Nach Beendigung der Grundschule ging es an die KKS, an die Käthe-Kollwitz-Oberschule in Zwickau. Dort war die Berufsausbildung mit Abitur und wir hatten die Chance damals, neben dem Abitur in Beruf zu lernen. Das gab es ein paar Jahre lang. Die Berufsausbildung war beim VWB oder im VWB Sachsenring Zwickau. Habe dort gleichzeitig Maschinenbauer gelernt. Die Lehrausbildung war noch in der Moritzstraße. Sagen wir, das ist das ganze Stück her, es hat sich bestimmt vieles seit der Zeit verändert. Nach dem Studium ging es nach Karl-Marx-Stadt an die Technische Hochschule, Maschinenbau studiert, 5 Jahre lang als Diplom abgeschlossen, mit der Spezialausbildung noch Schweißingenieur. So, und da war das eigentlich schon der Bahn geeignet für meine berufliche Tätigkeit. Auf der Suche nach Tätigkeit bin ich in der Region Karl-Marx-Stadt damals geblieben. Und bin bei Bargas in Frankenberg gelandet, in der Hauptabteilung Rationalisierung, TR. Es war die Zeit damals, so nach dem 8. Parteitag, wo die, sagen wir, Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik hergestellt werden sollte. Und hauptsächlich in die, sagen wir, gemerkt, die Sozialpolitik wurde Geld ausgegeben und die Wirtschaft musste Geld verdienen, Neues bringen. So, und da wurden die Kombinate aufgefordert, eine eigene Rationalisierung zu machen. Rationalisierungsabteilungen zu gründen, weil es eigentlich, sagen wir, in der DDR keinen kompletten Maschinenbau gegeben hat, der, sagen wir, die Großfirmen mit Maschinen versorgt hat. Wir haben gute Einzelmaschinen gehabt, aber nicht komplexe Lösungen gehabt, die wir zur Rationalisierung anbinden konnten. Dort war meine erste Aufgabe gewesen, war das Vorhaben, auch ein Rationalisierungsvorhaben, Kolbenbolzenfertigung in Meißen. Kolbenbolzen wurden damals umgestellt auf Kaltfließpressen. Ein absolut neues Region für die DDR damals. Ich hatte als junger Spund die Aufgabe gehabt, Konservierung und Verpackung von Kolbenbolzen zu machen. War auch eine schöne Lösung, ein bisschen was Technisches einfallen lassen. Es hat gut geklappt. Das Vorhaben ist anschließend mit dem Nationalpreis ausgezeichnet worden. Der Chef der ganzen war der Schramm Werner, der spätere Direktor für Investitionen in Chemnitz. Anschließend stand das Problem weiter B1000-Steigerung in Karl-Marx-Stadt. Dazu wurde die Brettchenfertigung, das heißt die offenen Ausführungen, verlegt von Karl-Marx-Stadt nach Frankenberg. Der Karosseriebau und anschließend die Lackiererei. Die Lackiererei war damals ein Problem. Lackierkabinen wurden bei Spree-Holzhausen gemacht. Spree-Holzhausen, keine Kapazität. Mich hat man gefragt und aufgefordert, ob ich die Spritzkabine in Holzhausen projektieren kann, unter Leitung dort. Habe ich gemacht. Wir hatten ein eigenes Fahrzeug, ein Trabant, als Serienerprobung, 1 zu 50 damals war das große Lesart, Kraftstoff-Mischverhältnis zu fahren. Jeden Tag Chemnitz-Leipzig, das 4 Wochen lang die Spritzkabine gemacht. Anschließend die Spritzkabine in Betrieb genommen in Frankenberg, hat geklappt. Die Verlagerung konnte durchgeführt werden. Weil alles so gut geklappt hat, sagen wir, kam damals die Entscheidung, was machst du in Frankenberg weiter oder geht es nach Karl-Marx-Stadt? Wir hatten damals Dr. Hanke als Betriebsdirektor und sagte, Hanke, Kaiser, du wirst bei mir Assistent. Das gemacht. So, und damit bist du erstmal in der Ebene reingekommen, sagen wir, wie so ein Betrieb untereinander funktioniert. Als Assistent hat sie dort sehr viel mitgekriegt. So, und da habe ich auch erstmal den Betrieb in der Gesamtheit kennengelernt. Jetzt mal zu dem Zeitpunkt, was wir damals an Stückzahlen, an Erzeugnissen produziert haben. Wir haben den B1000 gemacht, in alleine 20 Ausführungen. Insgesamt wurden knapp über 210.000 Autos produziert. Ein Großteil der Autos ging 5.000 Stück von jährlich ungefähr 7.000 Stück nach Ungarn. Zur Refinanzierung der Gelenkbusse und der Busse, die wir damals bekommen haben. Ein kleiner Anteil, 300, 400 Stück nach Belgien, Niederlande, ins NSW. Sehr gefragt damals als Exportland.
Dann für Sachsenring das Haupterzeugnis der Trabantmotor. Jährlich ungefähr 160.000, 165.000 Stück. Insgesamt 3,6 Millionen für Zwickau. Das Kuriose an der ganzen Angelegenheit ist, dass wir am Dach 650 Kurbelwellen gemacht haben für den Motor und in der Summe 1000 bis 1100 Kurbelwellen insgesamt, also 40% mehr Waldersatzteilversorgung zurückklappen musste. Der Motor stand nicht. Der hat Probleme mit der Kurbelwelle gehabt, Probleme gehabt mit dem Aluminiumgehäuse. SI7, einfachste Aluminium verwendet. Wer hat den Motor gehalten? Die Kurbelwelle oder das Aluminium? Wir hatten in Chemnitz dann noch die Diesel-Einspritzpumpenfertigung vom 2-Zylinder- bis 6-Zylinder-Motoren und haben damit alle Dieselmotoren in der DDR bedient. Einschließlich, das war das Export, Sowjetunion, Kühlwagentransporte. Für die Kühlwagenaggregate der SU gingen die Diesel-Einspritzpumpen in der SU, in der Sowjetunion, die natürlich besondere Qualitätsanforderungen damals gestellt haben. Und als letztes immer noch ein Begleithängsel war die Fertigung von stationären Motoren mit 18.000 Stück im Jahr. Nicht gerade so groß, aber waren für die leichten Arbeitsmaschinen und als Haupterzeugnis dort der ZW 1200 für die Feuerspritzanlagen der Feuerwehr, also als tragbarer Motor. Das war das Gesamtüberblick, was wir als Sortiment hatten bei uns. Und bis dahin, das lief eigentlich über Jahre konstant. Es gab keine wesentlichen Veränderungen in den Mengen. Nach oben ging es nicht, obwohl Bedarfe da waren. Und so wurde das über die Jahre weggefahren. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort stand natürlich die Frage dann noch, wie geht es denn weiter mit dir? Und eins war unausweislich, ein Jahr Bezirksparteischule mit weiter. So standen wir, sagen wir, das konntest du entscheiden oder nicht. Wir hatten uns geraten zu machen, ich habe es gemacht. Mein größtes Problem, was ich dort hatte, war, ich sollte anschließend Parteisekretär in der Kartoffelfabrik in Frankenberg werden. Aber das habe ich Dr. Hanke zu verdanken, der mich dort rausgeboxt hat und wieder zurückgeholt hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter ins Werk nach Karmarstadt. Also das ist wirklich ein Glückstreffer. Ich kann es heute noch nicht einschätzen, wie die Kiste andersrum gelaufen wäre. Auch ein Spruch von Dr. Hanke, der war manchmal sehr, sehr prägsam. Eher aus dir was wird, gehst in die Produktion. Und anschließend haben sich 10 Jahre Produktion vor Ort niedergeschlagen. Als erstes habe ich die Kurbelwellenfertigung übernommen, um die mit versuchen zu stabilisieren. Es hat nicht lange gedauert. Dann kam das Vorhaben Schwarzer Koffer. Schwarzer Koffer war eigentlich das Vorhaben, Vorbereitung neues Antriebsaggregat. In den Voruntersuchungen mit anderen wurde 4 Mann rausgebildet, die das als streng geheim bearbeitet haben. Und wo es dann soweit war, ging die Qualifizierung los. Und der gegenwärtige Bereichsleiter, Ralf Peter, war vorgesehen für die Einweisung der Leute vor Ort in Salzgitter. Ich war damals kein Reisekader, durfte nicht reisen, also blieb mir die Chance, den Trabantmotor als Bereichsleiter zu übernehmen. Es war eine Truppe Trabantmotor von insgesamt 360 Mitarbeitern. Wir haben dort in 3 Schichten produziert, Montage 2-schichtig. Wir hatten das Kuriose am Trabantmotor, war für mich nach wie vor die gebaute Kurbelwelle. Die Kurbelwelle wurden 5 Stücke zusammengesetzt. Ein Pleuel mit geschlossenen großen Aure wurde verpresst. Haben im Bereich P60 sind die Hubzapfenscheiben gemacht worden. Die kurze und lange Hubscheibe für die Kurbelwelle. In anderen Abteilungen im Werk haben Mittellagerzapfe gemacht und das Pleuel. Das Ganze wurde verpresst. Der Höhepunkt der Fertigung war eigentlich 1992, als wir die Kurbelwelle auf Kugellagerung umstellten. Ob das glücklich war oder unglücklich, kann ich bis heute nicht sagen. Jedenfalls die Kurbelwelle musste anschließend gerichtet werden und ein Rundlauf erzeugt werden von 2/100. Und das ging eigentlich nur mit Auswirkungen von außen, mit Hammerschlägen
auf bestimmte Stellen, aber dosierte Hammerschläge gefühlt über Vorrichtungen, sodass der Rundlauf von 200 zustande kam. Dann wurden die Kurbelwellen verbaut. Die Zylinder waren selber alphariert, das heißt, sie wurden glühend gemacht, auf 650 Grad gemacht und anschließend umgossen. Dass eine Verbindung zustande kam von der Buchse, von der Gaugussbuchse zu dem Aluminium. Denn sonst sagen wir, wär die Wärmeübertragung nicht zustande gekommen. Die Montage des Motors auf engstem Raum. Wir hatten damals schon das Prinzip Warenkorb. Das heißt, die Montage, hinter der Montage liefen die Warenkörbe und ein Warenkorb war mit sämtlichen Teilen des Motors bestickt, der im Takt hinter dem Werker mitlief. Das, wo ich dann bei VW die Gelegenheit gesehen habe, war für die das Warenkorbprinzip, das Nonplusultra, hatten wir oder mussten wir machen, weil wir keine Platzverhältnisse hatten, auf engstem Raum sowas zustande zu bringen. Was haben wir damals als Rationalisierung gemacht in der Fertigung? Wir haben die Fertigung umgestellt auf hochmoderne Kupierdrehmaschinen. Vom 8. Mai, die DFS 400. Hatten ja das alles in Chemnitz in der Umgebung. Problem waren immer die Lochbänder. Lochbänder wurden dann umgestellt auf Aluminiumfolie, verstärkte Aluminiumfolie. Seitdem liefen die Maschinen. Das Aluminium war wesentlich stabiler und so konnten die Serienproduktion durchgehen. Das nächste Highlight, was wir hatten in der Fabrik, war der erste Einsatz einer PC-gesteuerten Schrägeinstichschleifmaschine vom Schleifmaschinenwerk Karl Marx Stadt. Die hatte einen Rechner gehabt, einen PC damals, und die Maschine als Grundmaschine sowieso in Ordnung. Und mit der Steuerung lief die Maschine Tag und Nacht, gibt keine Ausfälle mehr. Weg von den Schütz-Steuerungen, die wir damals hatten, zu einer PC-Steuerung, das Ding lief wie geschmiert. Nicht ganz so erfolgreiches Vorhaben war das Ablenken, Zentrieren von Hubscheiben. Auch Maschinen wieder von Saalfeld eingeführt. Die Maschine stand wie eine Eins, aber das Hauptproblem: Werkzeuge. Zapfenbohrer angeschliffen, 15, 20 Stück, schneiden stumpf, nachschärfen, nachschärfen. Gut, es war C45, ein Vergütungsstahl, da war ziemlich bissig, sagen wir fest, träge in der Bearbeitung, also dort das Vorhaben musste abgebrochen werden. Maschinenordnung, Problem: Werkzeuge. Zu Problemen, die es damals in der Fertigung gab, und ich sage mal, das sind die Probleme fast von heute. Es war Arbeitskräftemangel. Bloß wir hatten damals Arbeitskräfte eingesetzt von Vietnam, Kuba und Ungarn. Aber die Leute kamen her mit dem Willen, um zu arbeiten, um zu lernen. Die wurden auch schnell integriert, haben Deutsch gelernt, waren in die Produktion eingeschlossen, es waren vollwertige Arbeitskräfte. Und so hat das wunderbar geklappt. Die hohen Maschinenausfälle in der Produktion führten oft dazu, dass Überstunden gemacht werden mussten. So, eine Maschine stellte um und die Maschinen hatten keine Standfesten. Das Hauptproblem war wieder die Elektrik in den Maschinen. Unsere Maschinen der B60-Fertigung und der Trabantmotorenfertigung hatten verdammt hohe Ölverluste. Was haben wir gemacht? Einfach Öl nachgekippt. Und das, sagen wir, wenn du durch die Fertigung gewesen, ein paar Schuhe, hat ein halbes Jahr mitgemacht. Und dann, sagen wir, waren die Schuhe, die Sohlen aufgelöst, haben die sich in der Produktion. Da hatten wir anschließend mit der VW-Zeit noch mindestens 3 Jahre zu tun, die Bodensanierung durchzuführen, um den ganzen Elend wieder aus dem Boden rauszuholen. Hauptproblem in der Fertigung nach wie vor war die Maschinenverkettung. Wir hatten keine Maschinenverkettung. Die ganzen Einzelteile Kurbelwelle, und das sind immerhin über 1000 Stück gewesen, mussten auf Transportwagen von Maschine zu Maschine weitergeschoben werden. Und das war, sagen wir, so etwas Uneffektives, aber es gab nicht anders. Keiner hat Verkettungsangebote gemacht. Und das nächste große Problem war eigentlich, wir hatten keine Sonderwerkzeuge für Großserienproduktion. Die Standardwerkzeuge, Sonderwerkzeuge, dass man weiter rationalisieren konnte, die Standfestigkeiten hatten, das gab es alles nicht. Bei B60 haben wir natürlich auch in der Fertigung, B60, das war das Fertigungsbereich, Weihnachtsfeiern organisiert. Organisiert, was macht sie so Weihnachtsfeiern? Eine Tombola.
drei Kurbelwellen in Trabant, noch Seifen gefahren, in die Fertigungsleitung gegangen. Ich brauche Weihnachtsgeschenke. Die drei Kurbelwellen wurden dort ordentlich verkauft, bezahlt. Anschließend ist halbe Alu voller Nussknacker-Pyramiden gekriegt, auch bezahlt, alles regulär. Aber wir hatten eine ordentliche Trombola, wie die bei den Leuten angekommen ist. Wenn man überlegt, den Nussknacker, der hat 60, 70 Euro kostet, den hat man damals für 13 Mark gekriegt. Von dort aus, sagen wir, kam langsam das Vorhaben zum Tragen, Viertaktmotor. In Vorbereitung des Viertaktmotors hat mich dann der Harry Schramm, das war der Produktionsdirektor, jahrelang bei Borgas gesagt, ich brauche eine Hauptabteilung Technik in meinem Bereich, die sich auf das Vorhaben konzentriert und auf die Rationalisierung und das zu beeinflussen aus der Sicht der Produktion. Großes Vorhaben hatten wir da noch gehabt in der Diesel-Einspritzpumpe. Die Diesel-Einspritzpumpe Nestmontage einzuführen. Das ist auch sehr gut gelungen. Zwischen der mechanischen Fertigung und der Montage ein Hochregallager zu setzen und die Fertigung selber, die mechanische Fertigung, auf Bearbeitungszentrum von Fritz Heckert umzustellen. Auch ein Problem, die Heckert-Maschinen einwandfrei gelaufen. Mit den Schütz-Steuerungen hat man die Ausfälle wieder. Die Steuerung der Maschinen war wieder das Ausschlaggebende, dass die Maschinen nicht die Effektivität gebracht haben. In der Fertigung noch was Schönes, als ich beim Schamhari war, gab es mindestens alle zwei Wochen Bier von Wernes Grün. Wie wurde das wieder organisiert? Das wurde organisiert, indem die Brauerei alle ein bis zwei Jahre, je nach Bedarf, eine Ersatzkarosse von B1000 gekriegt hat, die aus Mehrproduktion über dem Plan entstanden ist, dorthin gegangen ist, auch wieder regulär verkauft und wir hatten dann für ein Jahr wieder alle drei Wochen in B1000 voller Bier, den wir, sagen wir, ordentlich außerhalb des Werkes verteilt haben. So, dann war der nächste Schritt, was zu tun war, sollte ich mich beschäftigen mit der Organisation und Vorbereitung der Vorproduktion des Viertakt-Automotors. Der Viertakt-Automotor, das war da von der VW-Seite der EA111, musste in die Produktion übergeführt werden. Unser Produktionsdirektor war damals schon ziemlich angeschlagen und der Harry wollte eigentlich nichts mit dem Motor zu tun haben. Zur damaligen Zeit war dann Bülow Siegfried, Werkleiter in Chemnitz geworden, die Produktion, dann hat er die Werkleitung übernommen und mit dem Siegfried gemeinsam haben wir das dann organisiert, die Organisationsdurchsuchung. Neu war für mich dort das erste Mal, die Produktion war nicht als Jahresmenge vorgegeben, sondern wir hatten Kundenaufträge zu bearbeiten. Kundenaufträge, die von VW kamen, die eingeordnet wurden, in Wochenprogramme umgesetzt, dann in Montage, dort wurden Fortschrittszahlen eingeführt, die Produktion durchorganisiert so, und so sagen wir, kam eine reibungslose Produktion zustande. Und dort habe ich erst einmal gemerkt, wie ein kleinen handschriftlichen Zettel Papier aufgeschrieben worden, wie es gemacht worden ist, die Summierung von Fortschrittszahlen, wie die Wessis darüber geguckt haben. So einfach, so stinkeinfach wie das war, haben die das gar nicht gehabt und gar nicht gemacht. Wir haben damals angefangen, die Produktion zu machen im Juni 1988. Da lief die Produktion an des 1,3 Liter Wartburg-Motor. Eine Stückzahl im ersten Jahr 1988 von 16.000 Stück. Da hat auch schon Zwickau die ersten 200 1,05 Liter Motoren bekommen für einen Trabant-Nachfolger. Also Wartburg 16.000, Zwickau 200 Stück. Ein Jahr später, das war die Bedingung des ganzen Vertrages, sichere Produktion und dann sagen wir erst Rücklieferung von Rumpfmotoren. Aber bei der ganzen Geschichte, sagen wir, ehe wir dorthin gekommen sind, war es ein steiniger Weg mit VW. VW hat uns laufend nach oder wollte uns laufend nachweisen, dass wir die Qualitätsforderung nicht eingehalten sind. Bis zur Rumpfmotorenlieferung, das war dann im Herbst 1989, musste VW über 180 Maße in Zeichnungen ändern, weil Produktion und Zeichnung überhaupt nicht übereinbestimmt hat.
Der Motor lief nicht so. So, das mussten sie anschließend korrigieren in den Zeichnungssätzen der TE. Wo das geschehen war, sagen wir, konnten wir dann 89 im Oktober die ersten Rumpfmotoren nach Salzgitter bringen. Das waren im Vertrag festgelegt 10.000 Stück. Die 10.000 Stück sind auch im ersten Jahr gekommen. Wo man gemerkt hat, wie die Qualität gepasst hat, hat nicht lange gedauert, wollte Salzgitter zusätzliche Kurbelwellen haben, zusätzliche Zylinderkurbelgehäuse haben. Natürlich haben wir das damals alles ausgenutzt. Das waren NSW-Mittel, wir hatten ja noch keine Wände. Das war Export, NSW-Export, und das waren zusätzliche Mittel, die auch damals beflügelt worden sind. Das war auch eine kritische Zeit. 1990 wurden die Barkas-Werke abgewickelt. Das heißt, am Standort in Chemnitz, einschließlich des Kombinats WKW, waren 4.500 Mann. Und nochmal, die Produktion fiel weg. Es wollte keiner mehr Einspritzpumpen haben. Der Trabantwurmer ging auch zurück. Die Stamus ging zurück. Und das Einzige, was noch da war, waren die Viertakt-Automotoren, die VW-Motoren. Die VW-Motoren wurden dann höher gefahren, nach Möglichkeit Kapazität voll ausgefahren. Salzgitter, sagen wir, hatte die Probleme. Wir haben dann täglich 500 bis 600 Motoren geliefert. Und das war ein richtiges Standbein, um die Produktion damals hochzufahren und zu organisieren. Hat alles Spaß gemacht, war eine schöne Zeit, spannende Zeit gewesen. Und vor allen Dingen, es hat geklappt. Wenn ich jetzt mal so das Fazit sehe, ich hatte im Großen und Ganzen ein erfülltes Berufsleben. Wir hatten die Chance gehabt, zwei Wirtschaftssysteme in einer, sagen wir, einer Stellung mitzubewegen, wo man was bewegen konnte. Also nicht bloß mitmachen, sondern mitgestalten konnte. Ich war 20 Jahre in der Planwirtschaft und hatte die Chance, dann 20 Jahre, 22 Jahre noch in der Marktwirtschaft tätig zu sein. Und, sagen wir, und unser Fundament, das war eigentlich die gute Ausbildung in der DDR. Das ging los mit der Grundschule, polytechnischer Unterricht, Berufsausbildung, Facharbeiterausbildung und Facharbeiter oder Abitur mit Facharbeiter war eigentlich der Höhepunkt dann. Den ersten Tag, wenn du fertig warst, war in der TH damals noch Chemnitz, du wusstest, was ein Eisenkohlenstoffdiagramm ist. Du konntest sofort, sagen wir, hast eine Basis gehabt und einen ganz eleganten, leichten Einstieg in das Hochschulstudium. Die Produktionsorganisation, die wir hatten, ich kann es ganz stolz und fest behaupten, war besser als die, was ich später bei Volkswagen erlebt habe. Volkswagen hatte zwar die besseren, wesentlich besseren Logistiksysteme, um die Masse Teile zu beherrschen, aber das Leben vor Ort, wie die Produktion aufgebaut ist, das hatten wir vorneweg geplant und gemacht. Wie ging es bei VW zu? Wir wurden jeden Tag früh im Markt gebildet, die Arbeitskräfte frisch verteilt. Wer am meisten geblickt hatte, hatte das Volumen Arbeitskräfte gekriegt und die Stückzahlen wurden gesprochen und auch da wurde gesehen, was rausgekommen ist. Da hatten wir das Stück Planwirtschaft übernommen und das war gut so, die Produktion anders zu organisieren. Der zweite Abschnitt, der heute nicht Bestandteil ist, war eigentlich bei mir die Zeit von 1991 bis 2010. Bei VW Sachsen im Motorenwerk. Ich habe dort anschließend die Logistik übernommen und habe die Logistik bis zu meinem Ausscheiden aus der aktiven Laufbahn betrieben. Wurde 96 als stellvertretender Werkleiter eingesetzt und habe die Funktion bis dann 2010 begleitet. Es musste ja bei VW ein Werkleiter aus den alten Werken sein. Man kann nicht, sagen wir, ein Werk noch nicht ganz so flott zu VW mit einem Ossi besetzen. Also hatte den Vorteil gehabt, auch die Werkleiter, die haben ja alle 3 bis 4 Jahre gewechselt, die haben die Fabrik nach vorne gebracht. Der eine hat das Spezialgebiet gehabt, der andere das. Und so in der Gesamtheit, wo man das so sieht, ist Chemnitz das geworden über die Jahre, wo man was machen konnte und wo man selber sich einbringen konnte, sagen wir, die Fabrik zu dem zu machen, was es heute ist. Chemnitz ist heute
das Leitwerk der ER111-Motoren im Konzern. Und sagen wir, wird die Funktion sicherlich bis 35 und darüber hinaus erfolgreich ausführen.